Willkommen zu Nerdalert Games Top 10 Games 2019. Platz 7, Gears of War 5. Mit Gears of War 5 ist The Coalition ein weiterer genialer Gears of War Teil gelungen und um Welten besser als der vierte. Was die Serie für mich so verdammt gut macht, ist das Gameplay. An Covers sliden, blind drüber schießen, die Köpfe platzen lassen. Es ist einfach Chaos nonstop. Aber taktisches Chaos, wo die einzelnen Sprünge und Bewegungen spielentscheidend sein können. Wie schon gerade erwähnt, ist das Spiel ultra brutal und war eine lange Zeit auf dem Index. Deshalb ist es meiner Meinung nach etwas unbekannt in Deutschland. Alle bekannten Charaktere aus Gears 4 sind zurück. JD, Del und Markus, die mit Kate die Delta Squad sind. Ihr spielt aber hauptsächlich JD und Kate. In der Kampagne versucht ihr herauszufinden, was es mit Kates Vergangenheit auf sich hat und warum sie immer wieder den Schwarm in ihrem Kopf spürt. Anders als in den alten Teilen ist die Kampagne nicht mehr so linear und geradeaus wie früher. Ihr könnt ein großes offenes Gebiet frei erforschen und alle Geheimnisse aufdecken. Des Weiteren könnt ihr euren Roboterfreund Jack mit den gefundenen Komponenten upgraden, was wirklich sehr hilfreich sein kann. Denn mit seinem Elektro-Piekser bringt er auch die größten Köpfe zum Platzen. Kommen wir jetzt zu dem Multiplayer, der wie immer herausragend ist, denn das ist der wirkliche Grund, warum man sich überhaupt Gears of War 5 zulegt. Natürlich könnt ihr wieder Horde zocken oder ganz normales Match gegeneinander oder Escape, wo ihr versucht, eine Bombe zu legen und wieder abzuhauen. Hier ist Teamwork extrem wichtig. Aber wie gerade schon gesagt, ist das Movement von Gears, was mich wirklich immer wieder daran erinnert, wie genial das Spiel ist. Sliden, Ballern und die Exekution sind blutig und brutal. Herrlich! Einfach ein mega Gefühl, an Cover zu sliden und den Gegner zu killen und alle zu dominieren. Die Grafik auf dem PC ist erste Sahne. Man kann aus super vielen Einstellungen wählen und alles so feintunen, wie man es gerne möchte. Wirklich sehr beeindruckend. Außerdem finde ich, dass das Spiel gut optimiert ist. Auf einem nicht so guten PC läuft es auch mega flüssig, sodass ihr eure Kills richtig genießen könnt. Ich spiele Gears of War schon seit 10 Jahren. Angefangen habe ich auf der Xbox 360 mit dem zweiten Teil und seitdem bin ich der Reihe treu geblieben. So einen Shooter findet ihr wirklich nirgendwo. Falls ihr Gears of War noch nie gespielt habt, gebt dem Spiel eine Chance. Für mich bleibt Gears mein absoluter Lieblingsshooter. Schaut auch morgen wieder vorbei und rettet heldenhaft die Welt.